Hallo allerseits und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich weiß, es ist schon eine ganze Weile her und falls irgendjemand tatsächlich gewartet hat, wäre wahrscheinlich eher davon auszugehen, dass Miles weitergespielt wird. Kommt auch noch. Kurz und knackig, letzte halbe Jahr so gut wie kaum irgendwas gezockt, keine wirkliche Lust gehabt, Arbeitsstress, ich hatte Corona. Ja, um das damit einmal abzuschließen. Jetzt habe ich wieder Lust zum Zocken. Und bevor ich jetzt mit Miles weitermache, wo ich mich erstmal wieder so ein bisschen reinfuchsen muss, habe ich mir gedacht, dadurch, dass auf Steam momentan so ein paar Demos veröffentlicht werden für Spiele, die demnächst noch kommen, ich habe mir mal ein paar rausgesucht, die ich ganz interessant fand. Wie man sieht, das Spiel, was wir aktuell spielen, heißt Castle of Secrets. Und ja, dann probieren wir es uns einfach mal durch ein paar Demos durch. Mal sehen, wie viele wir heute schaffen, wie weit das Spiel geht. Ja, und dann starten wir einfach mal mit einem neuen Game, würde ich sagen. Mal sehen, was passiert. Once upon a time, a daughter was born to loving parents in the old castle of the Trantons family. The girl was named Susan. Her father, Mr. Grimm, was an extraordinarily charming man who was madly in love with his wife and daughter. However, it came to pass that Mr. Grimm died under mysterious circumstances. Okay. Susan's mother, Miss Agatha, was very upset by her husband's demise. She could not bear the bitterness of loss, as if a shadow roamed the castle. Those close to Agatha could not bear to look at the mental anguish of their daughter and decided to marry her off to a worthy person. This turned out to be Mr. Austin, a rich man of considerable presence of mind. Life seemed to be getting better. The stepfather became the head of the family, taking the widowed Agatha and little Susan under his control. The harmony within the family was short-lived, though. It was as if Black Cat run like some misfortune, sowing evil and curses. Castle of Secrets. Journey begins. Trenton's Castle, England, here, 1845. Okay, also hier sind die. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Trentons waren es, glaube ich. Glückliche Familie, kleines Kind bekommen, die Susan. Der Mann ist gestorben. Familie konnte nicht mit ansehen, wie die Frau Agatha sich in ihrer Trauer verliert, hat sie neu verheiratet. Glückliche Familie wieder. Stand aber irgendwie Fluch gegeben. Irgendwas mit dieser schwarzen Katze gerade. Ich habe nicht genau verstanden, wegen dem Donner, der da nicht gesehen. Doch ein bisschen laut für meine Ohren. Okay. Was ist jetzt passiert? Candle. Eine Kerze. Kann ich die mitnehmen? Nein. Kann ich. Ah, ich kann laufen. Okay. War. Achso. Soll ich nur da? Warum ist er You are free. Du bist frei. Okay, frei wovon? Und was war das für ein alter Knacker, der da gerade raus ist? Also die Grafik finde ich schon mal sehr interessant, muss ich sagen. Hey! Use mouse scroll to move closer or further away from the character. Also mit der Maus. Ah, okay. Kann man weiter weg und näher ran. Gut. Muss ich hier. Da ist dieses Fragezeichen und ich möchte gerne wissen, ach, da sind ja die Tasks, die Aufgaben. Add Lighting, also Licht anmachen, Lampe anmachen, mit Lady Agatha reden, mit Susan reden, Deceive the Cunning Magpie. Wen soll ich hier in das Licht führen? Und Magpie? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was das jetzt gerade heißt. Wie kann ich denn mit den Leuten reden? Wo muss ich denn. Da. Ah! Streichhölzer! Ach so.
Ah ja, ich hätte das gar nicht runterschmeißen müssen. Ich bin super. Ich kann das voll gut. Jetzt kann ich bestimmt hier die Lampen anmachen. Die Kerzen, meine ich. Ah. Okay, wir brauchen ein bisschen Licht. Schon hört die Lady auf zu heulen. Alles klar. Ah. Filthy family. Ja, also... Ach Gott, würde mich doch auch im Spiegel erklären, wenn alles... Boah, ist der Regen laut. Kann man ja nicht mal in Ruhe über seine eigenen Witze nachdenken. Ja, noch mehr Streichhölzer werde ich hier wahrscheinlich nicht finden. Ich kann mich auch nur nach links und rechts bewegen. Zumindest, falls ich nicht zu doof bin, hier irgendwas anderes zu machen. Slime... okay, ist eine Vogelart. Ich kann aber nur... Kann ich hier nicht irgendwie nach unten gehen? Warum nicht? Gut, Spoon. Ein guter Löffel. Nee, das Regal hatten wir schon. Da ist noch eine Zigarette am Dampfen. Was ist das? Ach, der gute Whisky. Okay. Wer ist denn das? Einer der Entwickler oder was? Haben die sich hier verewigt? Ich weiß jetzt natürlich nicht, von wem das Spiel gemacht ist. Warum ist das? Boah, hier regnet es ja auch noch rein. Was ist das denn? Okay, sagen wir mal, gib mir mal einen Hinweis. Ah ja, vielleicht soll ich mit den Leuten reden. I've been invited to the Stoneses tomorrow. Unfortunately, with you, Agatha. Put some sort of cream on it. Tomorrow, my lord. But my face hasn't quite healed yet. Wouldn't be the first time, would it, m'lady? Filthy family. Was bist du denn für ein dreckiger Wichser? Alles klar, soviel zum Thema glückliche Familie. Das ist ein Frauenschläger, der sagt, kann ich den irgendwo umbringen? Entschuldigung. Ich hasse solche Menschen. Jedenfalls, der ist irgendwo eingeladen und unglücklicherweise soll seine Dame ihn begleiten. Sie soll einfach irgendwas draufpacken hier auf ihr blaues Auge. Und dann sagt er auch noch Filthy Family. Was für ein Arschgesicht. Der soll lieber was auf sein Gesicht packen, dass man sich diese Dreckslappen nicht mehr ansehen muss. Kann ich den hier nicht irgendwo runterstürzen oder so? Ich habe echt keine Ahnung. Also mit der Tochter, aber wenn er die aufschlägt, dann will ich den echt irgendwo runterstürzen. Slime Pie. Oh, hier gibt es doch wohl irgendwas, was ich tun kann. Sollte man meinen. Wenn ich Respawn drücke, dann fange ich nochmal von vorne an, oder? Ich werde mal gucken, weil ich jetzt nichts anderes finde, was passiert, wenn ich zuerst mit der Tochter rede, mit der Susan. Weil ich gerade irgendwie zu doof bin, die Lampe anzumachen. Ich weiß nicht, welche Lampe. Kann ich nicht respawnen. Okay. Was halt... Wozu ist der Knopf denn da? Oder funktioniert der nur in der Demo nicht? Oh, ich bin zu doof für so eine Rätselspiele. Das tut mir voll leid. Hey, Kind, willst du einen Löffel haben? Nein? Okay. Boah, jetzt ist der auch noch so doof und lässt den Löffel irgendwo fallen. Was hat der denn für ein Problem? So. Kann ich hier noch irgendwas anderes nehmen? Ja, die andere Kerze. Braucht noch irgendwas anderes zum Anzünden. Das gibt's doch nicht hier. Für so eine Spiele. Sind das doch Puppen? Ich mag keine Puppen. Mir muss es doch irgendwas geben. Kann ich den Whisky trinken? Oh nein, er wird doch nur noch aggressiver. Ja, nee, ist klar. Ich bin da dauernd mit dem Pfeil drüber und jetzt auf einmal kann ich das Ding anmachen? Was soll denn der Scheiß? Das ging eben noch nicht. Kann ich jetzt lesen? Nein. Warum nicht?
Okay, gib mir einen Hint. Genau. Such ein anderes Feuerzeug. Ich kann doch das irgendwie... Bestimmt. Moment. Moving. So high in my building. Ja, das war jetzt ein bisschen zu schnell weg. Ja. Ich habe keinen Plan. Ich bin doof, es tut mir leid. Ich kann die Kerze anklicken, aber irgendwie... Kann ich die in meine Tasche stecken? Verbrennt den Blödsack. Oh, das gibt's doch nicht. Kann man hier nicht irgendwo... Okay. Das sind alles Sachen, die ich nicht brauche. Oh, kann ich hier noch was anderes einstellen? Russisch, ukrainisch. Ach, ich kann tatsächlich Deutsch einstellen. Alles klar. Okay, und go back. Oh! Warum ist das jetzt auf einmal so viel leiser geworden? Kann ich nochmal mit der Herzensdame reden? Nein. Ist auch besser so. Die Arme leidet genug unter dem Sack. So, wenn ich jetzt nochmal... Okay, gib mir bitte nochmal einen Hint. Ja, Kerze. Ich weiß. Und jetzt? Ich weiß, das war eben so schnell wieder weg. Ich bin gleich wieder da. Okay, ich habe gerade irgendwie nicht so wirklich was gefunden. Ich habe aber gerade mal, wie man sieht, die Kamera umgeändert, weil mir aufgefallen ist... Ursprünglich habe ich die von da so nach da verlegt, weil der Titelbildschirm irgendwie so weit hier war. Deswegen dachte ich mir, die Kamera mal ein bisschen auf die andere Seite umsetzen. Ja, und jetzt habe ich aber eben, ich habe einmal kurz in die Aufnahme reingeguckt, um nochmal zu lesen, was da eben stand, dass ich die Kerze angemacht habe. Nichts, was jetzt von Bedeutung ist. Und jedenfalls ist mir dabei aufgefallen, dass ich hier die ganzen Sachen verlegt habe. Und das habe ich jetzt mal behoben. Und ich bin jetzt aber immer noch nicht wirklich weiter. Was mache ich mit diesem blöden Löffel? Warum geht da nichts? Das Einzige, was da stand, war halt dieses Bewegen. W und S waren auch angezeigt, aber der bewegt sich ja mit W und S nicht. Also was soll das? Das geht ja nur nach links und rechts. Was soll ich denn damit machen? Was mache ich denn jetzt? Ah! Ich finde es lustig, dass das mit den deutschen Titeln irgendwie leiser geworden ist. Macht für mich persönlich zwar nicht so wirklich Sinn. Gibt es hier noch irgendwas, was ich tun? Nee, kann ich nicht ins Inventar tun. Ja. Knipsen Sie die Lampe an. Sprechen Sie mit Lady Agatha. Lampe ist an. Eine der Kerzen. Ich habe mit Agatha gesprochen. Da war doch eben irgendwie... Achso, das war bestimmt, weil ich... Ja, weil ich mit der Maus drüber gefahren bin. Was ist da? Das leuchtet irgendwie so komisch. Keine Ahnung. Ja, dieses Regal gucke ich mir jetzt nicht zum 100. Mal an. Das gibt's doch nicht. Warum kann ich denn diese Kerze nicht einfach irgendwie aufheben oder so? Auf dem Boden sehe ich so auch nichts. Pfeiltasten bringen auch nichts. Jetzt gucke ich es mir doch zum 100. Mal an. Achso, ja. Hide. Kann ich die Sachen hier vielleicht...
wieder hinstellen, nur mal kurz. Bringt überhaupt nichts. Ich dachte, vielleicht kann ich mir das nochmal angucken, aber das fällt jetzt nur raus aus dem Bild, okay. Ja, da bin ich wieder über die Kerze gegangen. Ah, das gibt's doch nicht! Irgendwas muss ich doch hier machen können! Warum bin ich zu doof für so eine Spiele? Ich fand vor allem, das klang in Steam so interessant, als ich das gelesen habe. Deswegen habe ich ja die Demo dann runtergeladen. Ich finde das total schade, dass ich da jetzt irgendwie überhaupt nicht klarkomme mit. Wisst ihr was, ich beende das einmal ganz kurz und starte neu. Dann vielleicht will ich dieses Mal zuerst mit Susan reden, vielleicht habe ich dann ja mehr Erfolg. Solange es sich nicht aufhängt. Achso. Ja. Nein, McFly. Haben wir ihn wieder? Ich war gerade kurz eine Lady. Wollen Sie mit der Maus näher zu kommen oder weiter von der Figur entfernen? Ja. Das hatten wir schon. Gut, fangen wir mal zuerst mit der Lampe an. Die Lampe brennt. Ja, Aufgabe. So. Hat er den Löffel jetzt runterfallen lassen? Ist der dumm oder was? Achso, ja, jetzt geht's, okay. Wenn wir so ganz super laufen, tut das Spiel auch nicht. Ja, okay. Ja, da versteckt sich doch. Würde ich auch bei dem Typen, wenn er mich angrabt. Doch, Bilder hinzustellen. Filthy family. Filthy asshole. Na, so eine Kelle bringt mich schon mal mehr zum Fluchen, als ich normalerweise tun würde. You are free. Ach so, ich hab der Typ hat den hier gerade, den Butler, freigestellt. Alles klar. Der hätte mir ruhig noch mal ein bisschen helfen können. Okay. Super. Moving. Show height inventory. Jump only when playing as Susan. Okay. Der feine Herr ist sich zu fein zum Springen. Sue, stop slurping. Nobody's teaching you manners. I'm sorry. Lady Agatha, why do I have to handle everything in this house, including parenting your daughter? More so when I still don't own the house. Das ist so ein Arschloch. Also, man hat ja erst mal gelesen, sie hat keine Manieren. Und er muss sich auch noch um das Spike kümmern, weil die Frau sitzt da nur und heult. Die arme Dame. So, kann ich jetzt vielleicht irgendwas anders machen noch? Außer diesen Kerl noch mehr zu hassen als sowieso schon. Und außerdem, warum sagt der Filthy Family, wenn der Spiegel zerspringt, wenn offensichtlich er davor stand? Und der Grund dafür ist, dass er zerspringt. Keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht, warum bewegt er sich nicht mit W und S? Sollte der das nicht können? Also die Steuerung sagt ja beweglich mit BRSD. Dann sollte man doch meinen, dass man sich auch nach vorne und nach hinten bewegen kann. Vielleicht ist es ja auch nicht so, dass ich zu blöd dafür bin. Vielleicht funktioniert das Spiel einfach nicht vernünftig. Das wird sein. Sprechende Hut ist auch am Start, sehe ich gerade übrigens. Kann ich dem Kind das Trinken klauen? Schlüpft sowieso nur.
Ich weiß es echt nicht. Irgendwas muss ich doch hier machen können. Warum kann ich nicht beides machen? Kannst du nicht mit mir im Dunkeln reden? Das gibt's doch nicht. Ist doch hell genug hier. Man hört vielleicht, dass ich die ganze Zeit W und S oder die Pfeiltasten. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Ich finde doch hier nach links und rechts nichts mehr. So, was du willst. Oh Mensch, nee, ich. Wenn hier nichts funktioniert, das ist doch so. So macht das doch keinen Spaß. Ja, okay. Ja, irgendwie. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Dann. Ja. Doof ist das. Schade. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Demo. Mal gucken, welche ich mir als nächstes aussuche. Ein paar habe ich noch. Bis dahin. Bye.